So Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge LOLfacts. Letzte Woche sind sie ausgefallen, da ich in Duisburg war, bei der ESL-Meisterschaft. Gibt einen Vlog dazu, der stattdessen kam, habt ihr vielleicht schon gesehen, ansonsten da oben. Aber jetzt fangen wir erstmal an. Fact vom letzten Mal war Nummer 8. Und zwar, dass Night Blue angeblich von 800 auf 200 Challenger-Punkten gedroppt ist, bei dem Versuch, Tank Akali populär zu machen. Stimmt nicht ganz, gebe ich zu. War enorm fies, haben auch, glaube ich, nur 3% oder so für gestimmt. In Wahrheit ist er nämlich nur von 800 auf 300 und nicht auf 200 Challenger-Punkte gedroppt. 50% von euch haben allerdings für Fact 9 gestimmt. Und dann muss ich sagen, hätte ich auch gemacht. Dass Riot USB-Sticks an Regionen in China schickt, um die Patches dorthin zu bringen, erscheint als ziemlich unglaubwürdig. Ist aber tatsächlich so. Ja, in China gibt es wohl irgendwelche Dörfer mitten in der Pampa, aber sowas von mitten in der Pampa, dass es da wohl nicht genug Datenbandbreite gibt oder was weiß ich. Jedenfalls müssen da die Patches tatsächlich stellenweise per USB-Stick rangeschafft werden. Naja, ansonsten würde ich sagen, geht's los mit dem ersten Themenfact. Und zwar ist es wieder Tristana, allerdings diesmal ihre Interaktion mit Items. Bitteschön. Werde ich damit adlig? Blut kannst du behalten. Mich dürstet nach Abenteuer. Manche Leute mögen ja Rückzugspläne. Ich mag Angriffspläne. Alles mit Unendlichkeit im Namen ist ziemlich krass. Perfekt, um davon zu kommen. Ein Tänzchen gefällig? Jetzt schlage ich ein wie der Blitz. Zweiter Fact. Der Ex-LCS-Spieler und Streamer I'm a Cutie Pie benutzt für seine üppige Haarpracht Garnier Fruchtis. Oder Fruchtis oder so. Falls ihr von dem Produkt auch so überzeugt seid wie ich, Links in der Beschreibung, führt direkt zu Amazon, da könnt ihr es kaufen. Mega geil, demnächst auch dann in meinem Aldi Hall oder Penny, keine Ahnung. Produkt Garnier Fruchtis, geil, liebe Bibinatoren oder was mal. Vayne ist zurzeit der einzige Champion mit einem Verteidigungswert von 1. Also dabei Champion-Übersicht. Tschüss. Bibinatoren. Einer der Schriftzüge im Hintergrund des zweiten chinesischen Geheimagenten Miss Fortune Splash Art heißt übersetzt Dorans Waffenkammer oder Dorans Waffenladen, irgendwie sowas. Wir hören am besten mal rein. Ja. Ja. Laut dem offiziellen Regelwerk dürfen LCS-Pros bei Turnieren keine kurzen Hosen tragen. Gangplank hat das höchste Basisleben auf Level 1 mit einem Wert von 632. Obacht! Blitzcrank ist weiblich. Dies liest der Riot-Mitarbeiter Zilias in einem Thread mit über 67 Seiten im LoL-Forum durchblicken. Ja, war eine hitzige Diskussion. Ist ja meistens so, wenn es um Weibchen geht. Wenn man als nah zum mega nah digitiert, heißt man im Chat auch mega nah. Also hinter dem Nickname steht ja immer der Champion-Name. Ähnlich war es ja auch bei Anivia. Wenn sie zum I wird, ist dann Eknivia. Was ein bisschen mehr random ist. Hatten wir schon mal, aber hier nah zu mega nah. Bitteschön. Tschüss. Wenn Swain stirbt, pickt sein Vogel Beatrice ein bisschen auf der Leiche rum und fliegt dann weg. Toller Begleiter. Malphite kommt aus einer Welt namens Monolith. Es ist ein, Zitat, Ort der perfekten Harmonie, in der alles zur Bevölkerung gehört und als einzelne Teile das Ganze ergeben. Gay. Zyra ähnelt dem arabischen Vornamen Zara, was so viel bedeutet wie blühende Blume. Draven und Darius haben als Brüder den gleichen Grundwert in Angriffstempo. Maokai wurde auf der Twisted Treeline geboren und blieb dort ganz lange unentdeckt, bis er sich irgendwann entschied, auszurasten und anderen Leuten auf die Fresse zu hauen. Geil. Er ist somit übrigens auch der einzige Champion, der auf einem Field of Justice, also auf irgendeiner Map, geboren wurde. Wenn man als Trundle seine Ultimate auf einen gegnerischen Garen castet, schreit Trundle Trollmazia. Ja. Wenn man als Endboss Vega stirbt, kann es sein, dass dieser ruft. Das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Kennen wir ja alle vom Pokémon. Das war wohl mal wieder ein Schuss in den Ofen. So, das war eine Runde LoLfacts für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es natürlich weiter. Eigentlich muss ich mal langsam wieder einen OP-Guide machen.
Naja, ist auch egal. Jedenfalls schaut auch bei den anderen Formaten rein. Die sind da drüben, ja, unter anderem auch die Playlist zu Lifehacks und die OP-Guides. Ansonsten gibt's mich auf Social Media. Ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen. Sonst breche ich ihn. Schaut dabei Liktastisch vorbei. Links in der Beschreibung eine Facebook-Seite, die auch LOL-Fakten postet. Kann man mal machen, ne? Alles klar. Tschüss.